Na, seid ihr bereit für die neue Folge Resident Evil 2 Remake? Ich bin's in jedem Falle. Ja, und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 2 Remake. Nach einer kleinen emotionalen Szene mit dem Gunshop-Besitzer Kendo, seiner infizierten Tochter und der guten Ada, die ihrem Ziel nachgehen will, die Umbrella Corporation völlig auszulöschen, würde ich sagen, der gute Leon S. Kennedy weiter und schließt sich der guten Ada mal langsam mal an. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Das wissen wir inzwischen. Sie haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Nach einem kleinen Cliffhanger in der letzten Folge geht es auch da einfach weiter, wo wir waren, ne? Konnten in der letzten Folge auch nicht speichern, deshalb muss ich das jetzt gleich anschließend die Folge aufnehmen, kann jetzt nicht eine kleine Pause machen oder so. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Ja, und muss jetzt gleich hier darauf anschließend kommen, da ich jetzt, wie gesagt, nicht speichern konnte. Ich hatte gehofft, dass in dem Kendo-Shop noch ein Speicherpunkt ist. Aber vielleicht verwechsel ich auch gerade einfach was mit Resident Evil 3, dass da vielleicht ein Speicherpunkt war. Weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz. Aber ich habe jetzt da zumindest jetzt keinen gesehen. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh. Und jetzt beginnt der wahre Spaß. Die Kanalisation war nämlich schon immer ein richtig nerviger Ort in Resident Evil 2. Ja, und jetzt geht der richtige Spaß los. Denn das, was ab jetzt noch kommt, wird echt vorstellbar, eine echte übel. Hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Ja, schön für dich. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Ah, jetzt kommt es hinterher. Ich wollte schon fragen, die wird ein bisschen leiser. Ich glaube, die kommt nicht mehr hinterher. Ich sprinte mal ein bisschen, mal gucken, ob sie da auch noch hinterher kommt. Nein, sie spaziert durch die Kanalisation. Okay, dann mach das meine Liebe. Ich bin ja aber auf der Suche nach Items, deshalb brauche ich einen kleinen Überblick, weil die ganze Zeit die Karte... Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Ich glaub's aber nicht. Ist das alles hier? Oh, ein Item. Das verwirrt mich so hier. Ja, ist alles gut, Ada. Schieb mich hier nicht so durch die Gegend. Ich hab Flintenmuni. Wo hab ich denn die Flintenmuni her? Ich hab doch gar keine gehabt. Lol. Kam die mit dem Upgrade? Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Ich hab's aber auch gerade eben gesehen, also, und ich bin nicht Gott, also. Okay. Aha, hier hätte ich speichern können. Ja gut, aber wir waren ja schon bei 28 Minuten, deshalb habe ich das jetzt nicht mehr durchgezogen bis hierhin. Habe ich da einfach da oben jetzt die Folge beendet. Mit einem kleinen Cliffhanger. Ist jetzt die Frage, nehme ich mir das Messer mit, oder? Ich würde sagen, ja. Heil-Item habe ich dabei, ein Kräuterle zum Mischen, Granaten. Beide ersten Waffen nehmen jetzt schon zwei Plätze ein. Dann noch die Magnum. Warte. Heilung. Obwohl Nebenwaffen kommen noch dahin. Ja. So, das ist doch einigermaßen sortiert. Ich hätte noch ein zweites Kraut hier drin. Das lasse ich jetzt aber mal drin. Und nutze jetzt einfach mal den Platz, den ich jetzt hier habe. So. Um für zukünftige Items noch aufzubewahren. Hallo? Gut, dann bleib halt da stehen. Gespeichert habe ich gerade eben. Habe ich gerade eben gespeichert? Bin ich mir jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so sicher. Egal, ich habe jetzt nochmal gespeichert und das ist gut. So, hier gibt es wieder ein Item. Oder Items. Wahrscheinlich wieder nur eins, weil hier in den Kanalisationsgängen ist meistens dann immer nur so ein Item so irgendwo in der Ecke geplatziert. Wir haben sie jetzt nicht so auf Items gesetzt. Geht es ja noch weiter.
Hier so irgendwie so in der Ecke oder so. Hier, oben drauf. Und das war's dann wahrscheinlich. Ja, dann ist wieder blau. Hier gibt's nicht sonderlich viel zu erkunden. Schon wieder? Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Nö. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Na, immerhin. Der zieht es jetzt durch hier. Im Drehen ist er zu spät. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Lecker, lecker. Leider ja. Warte da. Den mach's noch nicht so spannend, wir haben's doch gerade schon gesehen. Ja. Drecksvieh. Ja, dann zieh mich hoch oder so. Ja, jetzt ist zu spät. Ciao. Eieieiei. Was ist ein Riesenvieh, ey. Riesiger Alligator, einfach mal mutiert, ey. Ich glaube, die haben einen Arsch auf dem. Oh, mega geil gemacht. Finde ich richtig geil. Ah ja, hier. Bam. Gegrillter Alligator. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen groß, um den auf den Grill zu packen. Schau da dran, du übergroßer Mistkerl. Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Uiuiui. Epic. Epic Shit. Ja, nun. Leon, hier oben. Ja, ich sehe schon. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Ja. Diskutier nicht mit ihr. Kletter einfach hoch. Hat keinen Sinn. So, bin hinter dir. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Ja, Skill, ne? Und wissen. Ist ja nicht blind. Aufzug. Lässt du mich mal. Dankeschön. Ich weiß, du brauchst deinen Freiraum, aber. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich cool. Der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Ja, wenn der Alligator keine Spritzen verteilt, meinst du jetzt? Sagen wir es mal so. Aber wenn er mich beißen würde, ja gut, abgesehen davon, dass ich nach seinem Biss tot wäre, würde er mich einfach nur so irgendwie so ankratzen oder so mit seinem Zahn, würde ich definitiv infiziert werden und würde auch den Virus bekommen. Theoretisch. Im 99%igen Falle würde ich aber eher gleich aufgefressen werden und dann wird's nichts mit der Infektion, ne? Erklärt sich von selbst. Jetzt hier ist ein Speicherpunkt, aber keine Kiste. Das Spiel will also, dass ich speichere. Okay, gut. Ich gehorche mal. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Hey, hey, aber sie hat das einzig Richtige gemacht, wie in Resident Evil 1. Klassisch. Leiche verbrennen mit dem Feuerzeug. Krass. Überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Was ein Held. Aber hey, sie hat mal ihre Brille abgenommen. Oha. Jetzt hat sie wohl auch was anderes abgenommen. Aber da sprechen wir jetzt nicht drüber. Eieiei.
Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Hat sie sich ja ganz schön schick gemacht. Das ist ein bisschen schon fast Verschwendung für die Kanalisation. Oh, jetzt darf ich so spielen. Ja, hammermäßig. Sie entkommen mir nicht. Kann ich hier nicht einfach den Aufzug nehmen? Nee, kaputt. Das ist ja auch schade. What the fuck? Was ist das da, was aus seinem Bauch rauskommt? Hä? Lol. Ist mir noch nicht aufgefallen. Naja, gut, egal. Na gut, dann hau rein. Nee, falscher Knopf. Schon wieder falscher Knopf. Was haben wir denn hier? Room HC. Halbautomatische Handfeuerwaffe mit 9 Schuss, Kaliber 9mm. Teil einer limitierten Serie mit 5000 Exemplaren. Ja, schickes Ding. Genau das, was du da hinten trägst. Okay, anderes Thema. Aber der Anblick war zu verlockend, dass ich den Witz bringen musste. Okay. EMF-Visualisierer. Oder Visualizer. Ich hab's gleich. Visualizer. Scheiße. Hört sich so ein bisschen an wie ein englisches Wort, ist glaube ich ein deutsches Wort. Glaube ich. Visualizer oder so wäre das Englische wahrscheinlich. Visualizer. Visualizer wäre. Oder? Ist das? Ist das das Englische? EMF Visualizer. Das wäre ein englisches Wort. Das sieht mal irgendwie ein bisschen wie ein deutsches aus. EMF-Visualizer. Fertig. Benutzen Sie den EMF-Visualizer, um Kabel aufzuspielen und elektronische Geräte zu hacken. Boah. Voll die Hackerbraut. Zeit für die Spezialwaffe. Wie sie das aussagt, ey. Zeit für die Spezialeinheit. Zeit für die Spezialeinheit. Oder wie das. Was hat sie gesagt? Zeit für die Spezialwaffe. Mhm. Oh Mann, ey. Au. Was eine Hackerbraut. Nichts leichter als das. Gut, genug mit den Witzen. Oh Mann, Ada, ey. Das ist doch mit Absicht. Das machen die mal Absicht so, ey. Wie sie auch so läuft. Ich höre ja auf. Ich halte mein Maul. Aber wir wissen, die Viecher sind unbesiegbar. Deshalb lassen wir das mal lieber. Die Hackerkönigin ist am Start. Hier. Ich kann das hier irgendwie umstellen. Bringt das was? Hast du irgendwas gebracht? Oh, hi! Dann probieren wir mal diese limitierte Edition mal aus. Ballert. Ballert auf jeden Fall. September, was? September-Inspektion. Achso, verlesen. Erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber ich brauche unbedingt einen Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sag bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Habe ich nicht gesagt, aber gut. Ich kann euch jetzt auch spontan jetzt kein neues Armband liefern, weil ich selbst keins habe. Ich muss mir meins auch erstmal verdienen. Also wir reden hier von den Armbändern für das Hauptquartier. Wir sind ja langsam auf dem Weg zu dem Umbrella-Hauptquartier. Da wird es dann erst spannend. Schon ein bisschen was zum Nachladen. Ja, und das brauche ich auch, denn ich höre schon, hier grunzt wieder jemand rum. Ich gehe mal etwas vorsichtiger durch die Gänge.
Auch mit der Aussicht, ein bisschen mehr Munition zu finden. Das ballert er richtig. Krass. Das ist ja echt krass. Oder ist das wieder nur mein Skill? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja mein Zielwasser wieder. Hast du einmal verschossen, aber die Headshots passen immer noch. Bin ich ja glatt stolz auf mich. Wow. War ja klar, ne? Schuss habe ich noch für dich. Okay, ich geh mal ein bisschen aus dem Weg. Wow, 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 wow. Rollein. Shit, 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 shit. Dreh mich in die Ecke. Fallt doch mal um, ihr. Genug gelobt, ey. Ich bin aber echt nervig, ey. Hier, schmeißt ihr auf die. Ich hab keine Muni mehr. Verdammt. Das war's dann wohl. Warte mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss doch bestimmt wieder irgendwas hacken, Moment. Fräulein. Oh oh. Okay, das war's mit ihr. Obwohl ich nur ihren Arm geklaut habe. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hä? Jetzt darf ich hier wieder irgendwelche Kabellagen suchen. Da muss ich hin. Aber wo ist das Gegenstück? Oh Gott, 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 Mann! Bin ich tot? Digga! Was eine asoziale Stelle, ey. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss, wo ich das hacken soll. Kommt mir vor wie ein Blind-Let's Play. Lost. Was, wo starte ich denn? Ich cutte. Leck mich am Arsch, das mache ich nicht nochmal alles neu. Haben wir mal ein bisschen hier Spielzeug zur Verfügung. So. Warum nicht gleich so? Hätte ich mir den Tod auch sparen können, ganz ehrlich. Da war ich ja schon, da wissen wir, dass dieser Typ, den brauche ich jetzt nicht nochmal unbedingt. So, ja, im Prinzip habe ich nur dieses Ding hier angemacht. Einmal gehackt und dann gut ist. Jetzt habe ich sie. Okay. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihn lassen. Mal gucken, noch wie lange. Oh, Scheiße. Schnell. Eieieiei. Ja, als ob mir Munition bringt. Wo ist der Dreck? Wo ist das? Oh, das ist
doch echt kacke. Vor allem, ich habe ja auch nichts zum Heilen, ne? Kann das sein? Warte mal, ich habe die, Werf! Wo ist es? Da! Ja, ich hab's geschafft! Oh, schnell! Oi, ey, leck mich am Arsch. Aber ich hab da oben auch alles, sehr gut. So dermaßen knapp, ey. Ein Heil-Item wäre auch nicht schlecht, aber nur so eine Idee, ne? Spiel. Oh, Mist, ey. So ein Bockmist. Und hier bin ich gekommen. Heil-Item oder Speicherpunkt? Okay, Speicherpunkt, nehme ich. Uah. Nervig. Ein paar Minuten haben wir noch. So also 5 Minuten oder so. Weil ich ja ein bisschen was rausschneiden werde. Und wenn nicht, machen wir 1-2 Minuten länger. Das ist ja so nervig, wie die jetzt hier rumhumpelt. Aber ich habe auch kein Heil-Item. Ich habe immerhin jetzt Munition, aber ich weiß nicht, ob das mir jetzt was bringt. Während ich hier so rumhumpel. September ist das zweite Woche. Okay, geht's weiter. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abgrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Okay, cool. Hast du denn vielleicht irgendein Heil-Item für mich, Kollege? Weil das hätte ich jetzt ganz dringend. Geht es in den... Ah, ja, achso, ja, stimmt, genau, deswegen auch der Bericht jetzt, die Anspielung drauf. Da gibt's jetzt, unser Armband, das wir uns hart verdient haben. Warum wir schließlich, um überhaupt erst ins Hauptquartier reinzukommen. Ah, hier ist Mr. Raccoon eigentlich, den habe ich aber schon erledigt. Ist bereits erledigt. Ah ja, und das ist eigentlich der Typ, der eigentlich ja nachsehen wollte. Na, sieht man, was passiert ist. Tschüss. ID-Armband. Cool. Ja, cool. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen Jean in Ihre Drecksfinger. Ich bin nicht als Einzige dahinter her. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Okay, warte. Hier. Ich muss jetzt das Ding hier hacken, damit ich wieder rauskomme. Ja, es reicht, okay. Das Miststück weiß, was sie tut. Ja. Müssen wir uns drauf einstellen. Okay, ich hab alles. Den allerletztes Mal nochmal abspeichern hier. Und ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich aber auch die Länge erreicht, die wir haben wollen. Es kommt halt doch auf die Länge an. Ich höre auf mit dem Witzen wegen Ada. Ich höre auf. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert das Passwort und beim nächsten Mal geht's weiter bei Resident Evil 2 Remake. Und ja, dann ziehen wir weiter mit Ada durch und wechseln auch, wenn ich wieder zu Leon wieder rüber. Haut rein und ciao.